Im ersten Teil haben Sie Ottomotoren und Dieselmotoren kennengelernt. Sie kennen den Aufbau und die Funktionsweise eines Motors. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen die Gemischaufbereitung durch Vergaser und Einspritzsysteme. Auch den Aufbau und die Funktion der Zündanlage werden Sie kennenlernen. Jeder Verbrennungsmotor braucht Luft, Kraftstoff und eine Zündung. Aus Luft und Kraftstoff muss ein zündfähiges Gemisch aufbereitet werden, das dann in den Zylindern verbrannt wird. Um das ideale zündfähige Gemisch für einen Ottomotor herzustellen, benötigen wir 14,7 Gewichtsanteile Luft zu einem Gewichtsanteil Kraftstoff. Diesen Wert bezeichnen wir als Lambda 1. Nur wenn die Mengen Luft zu Kraftstoff genau stimmen, wird eine nahezu vollständige Verbrennung und der optimale Wirkungsgrad erreicht. Enthält das Gemisch zu viel Kraftstoffanteile, so sprechen wir von einem fetten Gemisch. Ein Teil des Kraftstoffes wird nicht mehr verbrannt. Ein Gemisch mit Luftüberschuss bezeichnen wir als mageres Gemisch. Die Leistung des Motors sinkt ab und die Motortemperatur steigt an. Dieselmotoren arbeiten immer mit Luftüberschuss. Das bedeutet, sie arbeiten im Bereich Lambda 1,1 bis Lambda 1,2. Die Gemischaufbereitung in einem Ottomotor kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Eine Methode ist die Gemischaufbereitung durch Vergaser in modernen Motoren werden jedoch in aller Regel Einspritzanlagen verwendet. Bevor wir in die Details gehen, schauen wir uns die Kraftstoffversorgung an. Zur Kraftstoffversorgung gehört der Kraftstofftank, die Kraftstoffleitung das Kraftstofffilter und die Kraftstoffpumpe. In BMW-Fahrzeugen finden wir sogenannte Rollenzellenpumpen, entweder in der Nähe des Tanks oder als In-Tank-Pumpe. Bei den älteren Modellen ist eine mechanische Kraftstoffpumpe eingebaut. Sie wird von der Nockenwelle des Motors angetrieben.
Die Kraftstoffpumpe sorgt für den Transport des Kraftstoffes zum Vergaser. Bei Einspritzanlagen wird der Kraftstoff in der Regel von einer elektrischen Kraftstoffpumpe zu den Einspritzventilen gefördert. Ein Motor saugt einige tausend Liter Luft in der Minute an. Um Schäden im Motor zu vermeiden, muss die Luft von Schmutzpartikelchen befreit werden. Diese Aufgabe übernimmt ein Luftfilter. Dieser dämpft darüber hinaus die Ansauggeräusche. Luftfilter gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen. Eine Verbrennung des Kraftstoffes kann nur im zerstäubten Zustand erfolgen. Dazu wird der Kraftstoff, zum Beispiel von einem Vergaser, mit Luft gemischt. Bei der Grobzerstäubung wird der Kraftstoff durch den Luftstrom mitgerissen und grob zerstäubt. Das reicht jedoch nicht. Zur Feinzerstäubung wird dem Kraftstoff zuerst Luft beigemischt. Nun wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch durch den Luftstrom mitgerissen und dabei fein zerstäubt. Hier sehen Sie das Prinzip eines Fallstromvergasers in Arbeit. Bei der Gemischaufbereitung durch Vergaser wird die Saugwirkung des Motors ausgenutzt. Die Stellung der Drosselklappe im Vergaser bestimmt die angesaugte Luftmenge. Der Kraftstoff wird dem Luftstrom über ein Düsensystem zugeführt. Durch den Schwimmer und das Schwimmernadelventil wird das Kraftstoffniveau im Schwimmergehäuse geregelt. Vergaser werden bei BMW nur noch beim Boxermotor verwendet. Um eine exaktere Dosierung des Kraftstoff-Luft-Gemisches zu erreichen, wurden Benzin-Einspritzanlagen entwickelt. Die Entwicklung führte über rein mechanisch gesteuerte Einspritzungen zur halbmechanischen Einspritzung und anschließend zur elektronisch gesteuerten Einspritzanlage. Betrachten wir zuerst die mechanische Einspritzanlage. Die Karcheptronik ist eine Anlage mit direkter Luftmengenmessung und kontinuierlicher Einspritzung. Daher der Name Karcheptronik. Im Ansaugtrakt ist der Luftmengenmesser eingebaut. Er erfasst die angesaugte Luftmenge und steuert mit der Stauklappe direkt den Kraftstoffmengenteiler. Der Kraftstoffmengenteiler verteilt den Kraftstoff gleichmäßig zu den Einspritzventilen. Die Einspritzventile öffnen selbstständig bei ca. 3,6 bar Überdruck und spritzen den Kraftstoff direkt vor die Einlassventile. Zum Kaltstart ist ein elektrisches Startventil eingebaut. Es sorgt für die Anreicherung des Luft-Kraftstoff-Gemisches. Die Weiterentwicklung der Karcheptronik ist die KE-Cheptronik. Die KE-Cheptronik hat ein elektronisches Steuergerät und ist dadurch im Funktionsumfang erweitert worden.
Ziel jeder Entwicklung ist, eine noch genauere Kraftstoffzumessung zu erreichen. Die aus der D-Jetronik abgeleitete L-Jetronik ist ein elektronisch gesteuertes Einspritzsystem. Dieses System steuert abhängig von der Luftmenge und der Drehzahl den Einspritzzeitpunkt und auch die Einspritzmenge. Was gehört zur L-Jetronik? Beginnen wir beim Ansaugtrakt. Der im Ansaugtrakt eingebaute Luftmengenmesser liefert dem Steuergerät durch die Stellung der Stauklappe über ein Potentiometer die Information über die angesaugte Luftmenge. Die Lufttemperatur wird über den im Luftmengenmesser eingebauten Temperaturfühler gemessen. Der Fahrer betätigt über das Gaspedal die Drosselklappe. Die Stellung der Drosselklappe bestimmt die angesaugte Luftmenge. Der Drosselklappenschalter meldet dem Steuergerät Leerlauf oder Volllast. Im Ansaugtrakt direkt vor den Einlassventilen sind die Einspritzventile eingebaut. Der an den Einspritzventilen anliegende Kraftstoffdruck wird vom Druckregler in Abhängigkeit des Saugrohrdruckes geregelt. Die Öffnungszeit und der Einspritzzeitpunkt der Einspritzventile wird vom Steuergerät bestimmt. Zur exakten Steuerung benötigt das Steuergerät folgende Informationen: die Stellung des Zünd- und Startschalters, die Luftmenge und Lufttemperatur, die Motordrehzahl, die Motortemperatur und die Drosselklappenstellung. Eine Erweiterung der L-Jetronik ist die LH-Jetronik. Anstelle des Luftmengenmessers ist ein Hitzdraht-Luftmassenmesser eingebaut. Das H steht für Hitzdraht-Luftmassenmesser. Über den Hitzdraht-Luftmassenmesser erkennt das Steuergerät die angesaugte Luftmenge und deren Dichte. Das bezeichnet man als Luftmasse. Fassen wir zusammen. Das Luftkraftstoffgemisch kann durch einen Vergaser oder durch eine Einspritzanlage aufbereitet werden. Im Übrigen, die einfachste Art der Einspritzung ist das Zentraleinspritzsystem für Vierzylindermotoren. Die sogenannte Monojetronik besitzt nur ein Einspritzventil im zentralen Saugrohr. Sie ist der einfachste Ersatz eines Vergasers. Sie kennen nun die Aufbereitung des Luftkraftstoffgemisches. Das Gemisch wird im Verbrennungsraum verdichtet und gezündet. Schauen wir uns ein Zündsystem an. Eine Batteriezündanlage besteht aus der Batterie, dem Zündschalter, der Zündspule, dem Zündverteiler mit Unterbrecherkontakt, Verteilerfinger und Kondensator, den Hochspannungszündkabeln und den Zündkerzen.
Bei geschlossenem Zündschalter und geschlossenem Unterbrecherkontakt fließt Strom durch die Primärwicklung der Zündspule. Wird der Unterbrecherkontakt geöffnet, bricht die Spannung in der Primärwicklung zusammen. In der Sekundärwicklung wird eine Hochspannung erzeugt. Diese Hochspannung wird über den Verteilerfinger zu der entsprechenden Zündkerze geleitet. Durch die hohe Spannung springt an der Zündkerze ein Funke von der Mittelelektrode zur Massenelektrode über und entzündet das Gemisch. Ein Kondensator ist parallel zum Unterbrecherkontakt eingebaut. Dieser verhindert, dass der Unterbrecherkontakt durch Funkenbildung beschädigt wird. Da sich die Motordrehzahl ständig ändert und somit auch der erforderliche Zündzeitpunkt, muss dieser korrigiert werden. Die Korrektur des Zündzeitpunktes erfolgt entweder durch Fliehkraftversteller und bzw. oder durch einen Unterdruckversteller. Als Energiequelle für die Zündanlage dient die Batterie bzw. ein Generator. Da diese einfache Zündanlage mit Unterbrecherkontakt nur 15.000 bis 20.000 Volt Hochspannung erzeugt, wurde eine elektronische Zündanlage entwickelt. Der erste Entwicklungsschritt war die Transistorzündanlage. Je nach Ausführung wird der Primärstromkreis über einen Transistor oder einen Thyristor an- bzw. abgeschaltet. Dadurch wurde die Zündspannung bereits erheblich erhöht. Um mechanische Störgrößen auszuschalten, wurde eine kontaktlose Zündanlage entwickelt. Ein Zündimpulsgeber im Verteiler übernimmt nun die Aufgabe des Unterbrecherkontaktes. Kontaktlose Zündanlagen sind verschleißfrei. Sie kennen bereits die Einspritzungen und die Zündanlagen. In der digitalen Motorelektronik sind die Funktionen der Einspritzung und Zündung in einem Motormanagement zusammengefasst. Die Merkmale der digitalen Motorelektronik DME, sie wird auch Motronik genannt, sind optimierter Kraftstoffverbrauch, einwandfreies Start- und Warmlaufverhalten und runder Motorlauf bei allen Betriebszuständen. Darüber hinaus wird die Abgasemission verbessert. Außerdem ist die DME wartungsfrei. Wie ist die digitale Motorelektronik aufgebaut? Die Steuerung erfolgt durch das Steuergerät. Um eine exakte Kraftstoffzumessung zu gewährleisten, braucht das Steuergerät folgende Informationen. Die Luftmenge vom Luftmengenmesser und die Lufttemperatur oder auch die Luftmasse vom Hitzdraht-Luftmassenmesser. Die Stellung der Drosselklappe. Die Drehzahl des Motors und die Stellung der Kurbelwelle, die Kühlmitteltemperatur und auch die Information von der Lambda-Sonde. Anhand dieser Informationen berechnet und steuert das Steuergerät die optimale Kraftstoffzumessung und den richtigen Zündzeitpunkt. Für die Kraftstoffzumessung ist die Information von der Lambda-Sonde besonders wichtig. Denn die Lambda-Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas. Anhand der Informationen Luftmenge und Restsauerstoff im Abgas
wird vom Steuergerät die Kraftstoffzumessung gesteuert, damit das Verhältnis von 14,7 Anteilen Luft zu einem Anteil Kraftstoff stimmt. Sie erinnern sich, dieser Wert ist Lambda 1. Der Kraftstoff wird je nach Steuerart parallel, halbsequenziell oder auch vollsequenziell vor die Einlassventile gespritzt. Das ständige Bestreben, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren und dadurch auch die Abgasemissionen zu verringern, führte zur Entwicklung der digitalen Motorelektronik mit ruhender Zündverteilung und vollsequenzieller Einspritzung. Was bedeutet das? Bei der vollsequenziellen Einspritzung wird die Kraftstoffzumessung individuell für jeden einzelnen Zylinder vorgenommen. Bei der ruhenden Zündverteilung kommen wir ohne Verteiler aus. Die Zündung wird direkt vom Steuergerät über mehrere Zündspulen gesteuert. Bei allen Zündsystemen sind Zündkerzen notwendig, die auf den Motor und seine Leistungsanforderungen abgestimmt sind. Diese Zündkerze hat zum Beispiel eine Dreieckmassenelektrode. Im nächsten Teil zeigen wir Ihnen das Abgassystem mit Abgasreinigung, die Kraftstoffaufbereitung beim Dieselmotor, die Turboaufladung von Motoren, die Motorkühlung und Schmierung sowie die Fahrzeugelektrik. Bis zum nächsten Mal.